Moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zurück zu Darkest Dungeon. Unser Team ist einsatzbereit, wir gehen in die Ruinen, wir haben eine Menge Suchende dabei, eine Menge neue Leute. Wir haben hier Hundeknochen, das ist quasi das kleine Bonus-Item von unserem Hundemeister. Aber was wollen wir vor allem mitnehmen? Wir nehmen auf jeden Fall ein paar Fackeln mit. Wenn auch nicht so viele, ich glaube, ich werde sogar tatsächlich dunkel werden lassen heute mal. Aber Essen hätte ich gerne und dann nehmen wir 12 mit. Einfach zur Sicherheit. Ich will da immer ein bisschen vorsichtig sein. Ein bisschen was davon. Und machen wir mal so. Und damit bin ich schon zufrieden. Wir brechen auf in die Ruinen. Schauen wir mal. Wenn unsere Leute hier drauf gehen, wäre es ja tatsächlich nicht so schlimm. Da schauen wir einfach mal. Face out the halls of your lineage once familiar. Now, foreign. Erforsche 90% aller Räume. Das heißt, wir können einen Raum ignorieren. Geschätzt jetzt einfach mal. Das heißt, wir gehen erstmal hier runter und werden den da oben dann ignorieren. Und fangen einfach mal an. So. Eine zusätzliche Fackel. Also jetzt am Anfang werde ich jetzt schon nochmal ausleuchten. Wenn uns das Licht irgendwann ausgeht, dann soll es so sein. Ich bin auf jeden Fall erstmal ein paar Kultisten und Knochen. Ja, Viecher. Gut, Gift wird da nicht besonders effektiv sein. Für die Kultisten schon, für die... Aber wobei, ist sogar effektiv. Aber glaube ich... Gut. Es wird einen Schadenspunkt machen und dann nochmal 9 weitere auf Dauer. Das sind andere Angriffe sinnvoller. Also ich kann hier den Dolch werfen oder die Hacke ins Gesicht schlagen. Macht tatsächlich gleich viel Schaden. Wobei das... Tatsächlich einen Bonus gibt. Das gibt einen Boost, der Dolchwurf auf sie selbst. Dann nehmen wir natürlich den Dolchwurf. Bon Valet darf in der Zwischenzeit mal ein wenig Blutung verteilen. Auf die beiden Kultisten. Sehr schön. Piton stellt sich wieder hin und nimmt hier den Schaden auf quasi. Und ich glaube, wir könnten jetzt jemanden schützen, aber wir machen den Hundebiss. 4 bis 7 Schaden, würde ich sagen, machen wir einmal einen Kultistenschaden, oder? Gucken, dass wir den Aberlästen im nächsten Zug beseitigen können. Und ich sehe, das würde auch eine Blutung verursachen. Oder es besteht zumindest die Chance, dass es das tut. So. Wir könnten zerschlagen. 6 bis 12 Schaden und 4 bis 12. Das ist gut. Perfekt. Also der war schön. Tonnen mit einem guten Treffer. Bon Valet kassiert hier ein bisschen, aber generell sieht es recht gut aus. Nochmal ein Dolchwurf, das sollte reichen. Natürlich reicht es gerade so nicht. Dankeschön, Spiel. Ja, danke. Das Gute ist, die können alle auch von hinten einigermaßen was machen. Solo einsetzen und damit ganz nach vorne. Macht damit halt überhaupt keinen Schaden. Oder er setzt einfach weiter in den Dolchstoß ein. Das ist das Schöne, dass das von hinten geht. Wie wär's noch ihn hier? Schön. Auch wenn er jetzt nochmal dran darf und mich zurückschießt und betäubt. Aber gut, der Kampf ist gleich vorbei, das ist nicht schlimm. Du darfst einmal zacken, den Dreckskerl. Dankeschön. Problem ist, die Grabräuber ist jetzt natürlich nicht vor dem Aberlästenschützen dran. Dafür darf er nochmal. Können wir leider nichts wirklich Sinnvolles machen. Wir können es mit dem Solo versuchen und hoffen, dass er dadurch nicht trifft. Das war nicht besonders effektiv. Man merkt, die halten noch nicht besonders viel aus zum jetzigen Zeitpunkt. Da schlagen wir noch mal ein paar Leichnerven, dass wir nach vorne kommen. So. Loot für uns. Und ein wenig erkunden für uns. Gehen wir wieder hoch. Verdammt! Stopp! Ich habe eine Kuriosität übersehen. Rüstung. Ich bin gerade ein wenig unkonzentriert, habe ich das Gefühl. Eine altertümliche Rüstung steht inmitten der Ruinen.
Ich würde sagen, Phyton darf gleich mal. Die Frage ist, was könnten wir damit machen? Weihwasser? Ich wüsste nicht, was da Sinn macht. Bandage vielleicht noch. Nein. Ich glaube, ich probiere mich jetzt... Ja, Heilkräuter haben wir noch eine Menge. Bringt aber nichts. Wählen wir es einfach mal aus. Ah. Okay. Das ist praktisch. Gut. Achso, wir sollten natürlich wieder die Reihenfolge ändern. Die Fackel haben wir hatten wir ja schon mitgenommen auf dem Weg hierher. Gut, da hochgehen lohnt sich eigentlich weniger. Das, ja, wobei, wir wissen, dass uns da kein Kampf erwartet. Deswegen können wir den Raum eigentlich mitnehmen, gefahrlos. Dann schärfen wir halt erstmal die Falle. Die Grabräubern sollte da ziemlich gut sein, eigentlich. 90%, ja. Oh, auch ein paar andere Leute, die es können, theoretisch. Aber die Grabräubern ist darin natürlich am besten. Eine Statue, ein Altar des Lichts. Okay. Phyton wird gut gebufft gerade. So, der Raum ist leer, wie zu erwarten. Dann erwartet uns hier eine Kuriosität und da ein Kampf. Sieht schon mal gut aus. Ich denke, das wird ein recht entspannter Dungeon. Auch wenn wir jetzt schon ein bisschen Schaden kassiert haben, vielleicht kriegen wir gleich mal Hunger und unsere Leute können futtern. Noch ein Altar des Lichts, den darf diesmal Van Verdert nehmen. Auch 20er Schadensboost. Okay. Licht. In Radiance may we find victory. Und ein wenig Essen. So. Jede Menge Knochen. Da wird der Hund doch seinen Spaß mit haben, oder? Fangen wir einfach mal da hinten an. Der ist in diesem Dungeon nicht besonders effektiv. Also der ist wirklich am effektivsten gegen Bestien eigentlich. Der ist hier einfach nicht ideal. Einfach mal weiter. Guter Wurf. Leider relativ wenig Schaden. Und hört auf, meine Grabräuberin zu fokussen. Das ist unhöflich. Die Blutung wird nicht funktionieren. Komm schon. Jawohl. Er braucht noch das Finale. Sonst bringt das nichts, wenn er so weit vorne steht. Ich würde sagen, du darfst einfach mal zacken. Dankeschön. Executed with impunity. Confidence surges as the enemy crumbles. Sehr schön. Sowas würde ich gerne öfters sehen. Und schon, reicht das vielleicht? Jawohl. Gut. Dieser Dungeon hat sehr gut funktioniert. So too will resistance. Und ich meine nicht diesen Dungeon, sondern diesen einen Kampf speziell. Und wir erkunden wieder, sehr schön. Uns erwartet tatsächlich ein bisschen was. Ein paar Kuriositäten. Schauen wir doch mal. Was zur Hölle ist das? Will ich es wissen. Wir haben unsere letzte Fackel angezündet. Altar des Schlurfers. Okay. Übersetzen wir es mal. Das dürfte der Shambler's Altar sein. Und irgendjemand hat mir gesagt, was ich damit machen soll. Und dass ich ihn dafür hassen würde. Ich weiß nur leider gerade nicht, was es war. Also gebt mir einen Moment. Ihr habt jetzt kurz einen Stand... Also es passiert kurz nichts, weil ich das einfach nachgucken muss gerade. Wo ist es denn? Ich soll das Ding mit einer Fackel benutzen. Und ich glaube, ich werde es... Also es ist jetzt echt bitter, dass ich keine Fackel dabei habe, sondern ich hätte es jetzt nämlich wirklich versucht... Also hier, ihr seht, das Feuersopfer ist das Tor zum Verderben. Nutze die Macht der Fackel, wenn du die Leere begehrst. Also dieses Ding ist wohl... Also ich gehe davon aus, dass es ein ziemlich böser Bossfight sein könnte. Aber ich kann es nicht einsetzen. Ich würde tatsächlich gerne. Ich werde nochmal weitergehen. Vielleicht finden wir unterwegs eine Fackel. Und können nochmal zurückkommen. Jetzt heißt es erstmal ein wenig Bücher lesen, würde ich sagen. Ah, ich krieg den Tick. Hieromanie hat religiöse Visionen und Wahnvorstellungen. Na super. Macht ihn doch gleich sehr sympathisch. Okay. Wir wissen, dass wir einen Raum ignorieren können. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hier lang. Und es wird dunkler werden. Wir werden mehr Loot finden. Alle haben Hunger. Darauf habe ich nur gewartet.
Noch mehr Bücher. Der Wälzer enthält eine Karte. Okay, wir finden Kuriositäten. Wahrscheinlich wären da noch Kämpfe. Und es wurde uns einfach nur ein Teil aufgedeckt. Ja, wurde uns nur ein Teil aufgedeckt. Okay, oh oh. Nicht gut. Nicht gut. Ich habe das Gefühl, wir werden sehr früh Verluste erleiden. Fangen wir nochmal an mit einer Agents Gesicht. Ja, ja, stresst uns nur, ihr Arschgeigen. Totschläger, wir können jemanden betäuben. Das Ding macht leider nicht besonders viel Schaden. Versuchen wir es mit ihm. Sehr gut, danke. So, der Dolchstoß. Wir gehen natürlich weiter nach vorne. Er weicht. Na, sie weicht aus, verdammt. Gut, du wirst langsam nach vorne rücken. Ich bin gespannt, ob wir den Dungeon überhaupt schaffen, ehrlich gesagt. Ich bin mir dann nicht so sicher. Oh, sehr schön. Oh, hat das wehgetan. Sehr, sehr schön. Okay. Wir werden mal unsere Grabräuberin schützen gerade. Dann ist es auch kein Problem, dass sie so weit vorne steht. Wir versuchen es mal. Sehr schön. Das gefällt mir. Also auch wenn wir überrascht wurden, also dafür, dass wir überrascht wurden, läuft unser Kampf gerade verdammt gut. Wenn ich ehrlich bin. Also. Und hier werde ich einfach mal weiter sie schützen. Ich will nicht, dass sie an die Stelle des Todes kommt, sonst kann sie ja gar keinen Schaden mehr ausscheiden, Bescheid. Dementsprechend. 4 bis 9. Macht er den gleichen Schaden. Oder dass das Ding mir einen Boost gibt. Ach, dafür hat es eine geringere Trefferchance, wenn auch erhöhte Crit-Chance. Machen wir trotzdem so. Hacke ins Gesicht, ich würde ihn gerne ausschalten. Kloppen wir einfach weiter drauf. Da werden wir hoffentlich auch gleich ein bisschen Loot ziehen aus der Kiste. Schlüssel müssten wir eigentlich noch haben. Und schon. Sauber. Gute Arbeit, Jungs. Packs laden with loot are often low on supplies. Erhöhtes Ausweichen verringert die Geschwindigkeit. Ich glaube, das könnte hier sehr sinnvoll sein. Da wird es nämlich gar nicht mehr getroffen, wenn das so weitergeht. Und es ist echt interessant, wie wenig Ausrüstung wir haben. Okay, da erwartet uns nochmal ein Kampf. Na gut, das wird unangenehm, aber können wir nichts dagegen tun. Wir finden eine Fackel. Die werden wir jetzt natürlich nicht einsetzen. Geben wir uns auf. Jetzt wünsche ich mir, dass wir zum Shamblers Altar kommen. Auch wenn es den, wahrscheinlich den Tod meiner Leute bedeutet. Wenn wir bis dahin kommen, werde ich es versuchen. Und wir haben bei der Dunkelheit die Gegner überrascht. Wow. Das ist natürlich episch. Impressive. Versuche ich jetzt jemanden auszuschalten. Wird sie jetzt mal nicht geschützt. Oh, jetzt muss ich mir überlegen, welchen von beiden will ich haben. Beide werde ich nämlich leider nicht hinkriegen. Mit dem Dolchwurf. Der ist, glaube ich, gefährlicher tatsächlich. Der stresst eigentlich nur. 10 bis 20 Schaden. Junge, du brauchst gut rein. 6 bis 12, 5 bis 10. Okay, das ist jetzt riskant. Aber wir könnten damit ihn theoretisch beide ausschalten und ihm machen wir zumindest viel Schaden. Ja, sehr gut. Sehr gut. Das ist das, was ich erwartet habe und mir erhofft habe. Oh oh. Ja, er lebt noch. Noch ist alles gut. Noch ist alles super. Sehr schön. Okay, mehr Loot. Wir sitzen gleich in völliger Dunkelheit da, Leute. Wenn das so weitergeht. Nochmal Bücher. Na, versuchen wir es doch nochmal. Schon wieder eine Karte.
Okay, der Raum ist leer und da erwartet uns dafür noch ein Kampf. Das heißt, Secrets and wonders can be found in the most tenebrous corners of this place. Jetzt erstmal hier rein, dann überlege ich es mir gleich, weil ich glaube, den Kampf will ich ignorieren. Setzen das Abenteuer fort. Wir gehen außenrum zurück. Ich will zum Altar. Ich will dieses Ding ausprobieren, auch wenn es wahrscheinlich mein Tod ist. Beziehungsweise nicht meiner, aber der Tod von den Leuten hier. So. Wir laufen natürlich völlige Dunkelheit. Das wird so ordentlich stressen. So, nochmal essen. Hoffen wir mal, dass uns hier kein Kampf erwartet. Dafür eine Falle. Dann stresst dich gleich nochmal ein bisschen. Dankeschön. Oh, ich bin echt gespannt, was mich da gleich erwartet, Leute. Ich bin richtig gespannt. Es wurde mir angekündigt. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich habe mit irgendeinem von euch Jungs im Teamspeak gesessen. Irgendjemand hat mir gesagt, Shambler's Altar mit Fackel benutzen. Du wirst mich dafür hassen. So sinngemäß. Und ich glaube, er darf's ausprobieren. Wenn, dann soll er sterben. Ihn werde ich am wenigsten verwenden von den Leuten hier. Und ich habe die Hundeknochen total vergessen. Aber gut, probieren wir es aus. Ja, das war zu erwarten. Gut. Ich glaube, ich buff mal meinen Hund. 50% Schaden und erhöhte Präzision. Den schaffen wir nicht. Das merke ich jetzt schon. Aber egal. Ja, wobei, es könnte klappen. 77 Leben ist halt nicht ohne. Es hängt davon aus, wie viel Schaden er jetzt gleich auszahlt. Giftwiderstand ist gar nicht mal so hoch. Widersetzt sich leider. Also er wird höchstwahrscheinlich durchkommen, aber der Rest könnte ordentlich kassieren hier. Gucken wir jetzt mal, was er tut. Er spawnt Leute und er verursacht Blutung. Okay. Und die Viecher stressen und buffen sich aber enorm. Okay, also man muss die schnell wegräumen, sonst hat man ein Problem. Ich sehe schon. 8 Leben haben die Dinger. Der macht den. Er hat doch immer noch den Boost. Warum macht das Ding so wenig Schaden? Das ist nicht cool. And now the true test. Hold fast. Uh-oh. Or expire. Uh-oh. Schwelle des Todes, die macht kaum noch Schaden. Das ist nicht gut. Das Problem ist, diese Dinge haben gerade so einen enormen Buff bekommen. Ich glaube, wir sollten uns zurückziehen. Alles in mir schreit, zieh dich zurück. Weil wir gerade kaum Schaden machen an dem Shambler. Ich verspreche euch, wir kommen drauf zurück. Ich will diesen Boss schlagen. Aber jetzt muss ich versuchen, mich zurückzuziehen. A wise general cuts losses and regroups. Ordentlich Stress. War zu erwarten. Python ist selbstsüchtig, aber egal, du wirst sowieso entstresst werden. Erbeutete Kleidung geht an mich, ich habe Bedürfnisse. Sehr gut. Rückzug, Leute. Shifted corridors and sloped walls of our ancestry are beginning to feel familiar. So, Dungeon abgeschlossen. Ich habe den Shambler's Altar gefunden. Und Shaw ist robust. Level Up haben sie alle bekommen. Okay. Jetzt muss ich mir überlegen, will ich die Leute überhaupt da behalten? And their generosity is notoriously short-lived. Das Neujahr der Nomaden. Die Sammlung ist wahrlich beeindruckend und umso interessanter, wenn man die günstigen Preise beachtet. Das ist interessant. Also sonst ist aber nichts Spannendes passiert. Maske der Immunität. Widerstand gegen Betäuben, Gifthauch und Bluten. Dafür weniger Leben. Okay, das ist stark. Ein Armreif der Heilung. Ich kaufe die tatsächlich beide. Denn ich glaube, die sind unglaublich gut für Phyton.
Mir fällt gerade auf, ich hätte das Handelsnetzwerk noch kaufen sollen. Verdammt. Daran habe ich natürlich nicht gedacht. Also Phyton, du bleibst auf jeden Fall bei mir. Er trinkt nicht, ansonsten... Ja. Ich glaube, sie werde ich behalten. Also du darfst erstmal meditieren. Sie darf saufen. Nein, stopp. Ach, das Bordell ist belegt. Schade. Gut, dann geh saufen. Er hasst das Labyrinth und hat Furcht vor Bestien. Also ich glaube, ihn werde ich demnächst wieder wegschicken. Den Narren. Was ich mit dem Hundehalter hier mache, mit dem Hundemeister, weiß ich noch nicht. Aber du bringst mir nicht wirklich viel. Tut mir leid, du darfst wieder gehen. Es gibt nur einen wahren Narren bei uns. And a stumbling gate. This one is no more good to us. Ich glaube, jetzt, wo ich gerade die geilen Items für den Aussätzigen bekommen habe, nehme ich ihn mal mit. Nehme ich mir mal noch einen. Robust, Ruindieb. Dafür Stümpfe habt ihr. Gut, er hat keine Fernkampffähigkeiten. Zumindest keine relevanten. Nein, er hat keine. Stressessen. Ja gut, das geht. Gut. Ferruld, oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Willkommen im Team. This man understands that adversity and existence are one and the same. Der Rest bleibt erstmal so gut. Er wird noch entstresst, glaube ich. Wir behalten dich erstmal dabei. Ich überlege mir zu gut noch, was ich mit dir mache. Und du darfst auch mal saufen gehen. Einen guten Durst, Kollege. Und damit habe ich jetzt nur einen Stufe 0 Charakter. Was ich mit dem mache, weiß ich noch nicht. Aber an sich sieht es doch gerade recht gut aus. Vernünftige Upgrades kann ich, glaube ich, nicht allzu viele einbauen, oder? Und wir können hier beim Schmied weiter die Kosten verringern. Und ich glaube, doch, das machen wir. A sharper sword, a stronger shield. Anything to prolong a soldier's life. Der Rest passt. Also ihr seht, wir haben auch mittlerweile hier wirklich Experten-Dungeons. Die möchte ich aber eigentlich noch nicht unbedingt machen. Dafür will ich wirklich erstmal Leute auf Stufe 5 haben. Also sie würden theoretisch reingehen. Sie tatsächlich auch. Sie nicht. Also Stufe 3er würden schon reingehen in Expertenmissionen, aber niedrigere Stufen nicht. Okay. Gut. Wir haben tatsächlich zwei potenzielle Boss-Missionen. Kriegen wir das düstere Tambourin, das ich nicht haben will. Was kriegen wir hier? Oh, geweihte Schriftrolle. Das ist interessant. Das Ding ist sehr interessant. Okay, ich will auf jeden Fall diesen Dungeon als nächstes machen. Den 8-Pünder der Briganten zerstören. Eine mittlere Mission, Lehrling. Das geht. Da muss ich auch nicht meine Elite mitnehmen. Würde ich sagen, darf die Vestalin sich das Ding doch mal erkämpfen. Und Silvi, du darfst mit. Wobei, wir gehen in den Wald. Da sollte ich auch gucken, dass ich die entsprechenden Leute mitnehme. Moment. Er ist nämlich besser im Wald. Es tut mir leid, Silvi. Aber Marigas kommt gerade mal hier mit. Ja, Reusel vielleicht noch. Weil ich auch Rock mitnehmen könnte wieder mal. Erhöhte Chance auf Erkunden und auch erhöhte Chance auf Erkunden. Du bist ein Waldabenteurer. Also ich nehme mal Rock mit statt Beusel hier. Na wobei, die Barbaren haben wir eigentlich nicht so oft dabei. Machen wir mal so. Wenn noch irgendjemand etwas weiter hinten steht, Kato zum Beispiel. Oder haben wir noch jemanden, der auf Wald spezialisiert ist? Nicht wirklich, so wie es aussieht. Gut, ich glaube, Kato, du darfst mal wieder mitkommen. Du warst jetzt auch schon länger nicht dabei. Du bist zwar auf Ruinen spezialisiert, aber ich glaube, ich kann dich auch hier gut gebrauchen. Schauen wir mal, ob wir euch nicht noch was beibringen können. Oder eure Waffen verbessern können. Während wir uns hier auf den nächsten Einsatz vorbereiten. Und ich sollte auch nach Aktivität sortieren, nicht nach Stufe. Fangen wir mal bei Kato an. Rock braucht auch ein schnelles Upgrade. Das ist teuer. Das ist alles ziemlich teuer gerade. Also wir müssen danach auf jeden Fall ein bisschen ein paar Dungeons machen, wo wir Gold holen. Gut, Skills. Ich gebe gerade einen Haufen Geld für euch aus, Jungs. Ich hoffe, ihr erkennt das hier an. Okay, Jungs und Mädels. Entschuldigung.
so. Ich habe viel zu viel Geld für euch ausgegeben. Wir haben nicht mehr viel. Ich muss demnächst den Items verkaufen, wenn es so weitergeht. Ich hoffe, wir kriegen viel wertvolles Loot aus dem Dungeon raus. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns morgen, Leute. Mal gucken, wie gut der Dungeon funktioniert, ob wir den 8 Pünder erledigt kriegen. Bis dahin, haut rein.